Mehr als 1000 Jugendliche im Alter zwischen 11 und 20 Jahren haben die Jugendgesundheitskonferenz in der Stadthalle Kapfenberg besucht. Diese Gesundheitsmesse ist der Höhepunkt von insgesamt 29 Maßnahmen, die seit Jahresbeginn in der östlichen Obersteiermark vom Logo Jugendmanagement initiiert wurden. Nein, im Vorbild haben sich unterschiedliche Jugendeinrichtungen gemeinsam mit den Jugendlichen vor Ort zum Thema Gesundheit, mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und haben Ideen entwickelt, was man tun kann, um die Gesundheit zu fördern. Und für die Umsetzung dieser Ideen gab es eben Mikroförderungen und diese Projekte sind dann in den Einrichtungen umgesetzt worden. Die Palette reicht dabei von Bewegungsangeboten über das Thema Psychohygiene bis hin zur gesunden Ernährung. Schon 2014 wurde dieses Konzept vom Gesundheitsfonds Steiermark entwickelt. Der Anlass war eine neue Studie von der Europäischen Union, wo eben vergleichend von allen Mitgliedsländern die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung abgefragt wurde. Und da hat Österreich leider nicht so gut abgeschnitten. Wir waren so im letzten Drittel. Und wenn man sich dann innerhalb von Österreich angeschaut hat, war die Steiermark leider auch bei den Nachzüglern dabei und im Besonderen noch einmal die steirischen Jugendlichen. Seitdem möchte man mit unterschiedlichen Workshops und weiteren nachhaltigen Maßnahmen die Gesundheitskompetenz der Jugend stärken. 2023 hat Kapfenberg erstmals als Veranstalter fungiert. Ich sage immer, wenn die Jugend gesund ist oder wenn man gesund jung ist, dann kann man auch gesund alt werden. Da muss man früh genug den Grundstein dazu legen. Und nur am Handy ist ja zu wenig. Man muss auch einfach probieren können, den Körper fühlen, verschiedene Dinge ausprobieren. Und das ist natürlich ideal, dass man bei dieser Messe wirklich verschiedenste Stationen probieren kann. Und vielleicht, wenn man merkt, dort oder dort zwackt es vielleicht schon in dem Alter, auch die entsprechenden Maßnahmen treffen kann. An 40 Stationen präsentierten knapp 50 Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich ihre Angebote. Gesundheit erlebbar machen und selbstbestimmt entscheiden, was einem gut tut, war auch bei der 24. Auflage der Steirischen Jugendkonferenz das Motto.